Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zur direkten Reaktion Mike Tyson gegen Jake Paul. Der Kampf ist vorbei. Es war wie zu erwarten. Ja, es lief nicht nach dem Fake-Script, was veröffentlicht wurde, aber es war trotzdem ein interessanter Kampf. Trotzdem muss ich sagen, Netflix, was habt ihr da bitte gemacht? Ihr habt uns komplett auseinandergenommen, und zwar jeden Zuschauer, der da extra das Abo abgeschlossen hat, um diesen Fight zu sehen, der extra so lange wach geblieben ist, vor allem in Deutschland, um diesen Fight zu sehen. Kein Stream hat funktioniert von Netflix, egal wo ich das, über welches Gerät bei mir zu Hause angemacht habe bei Netflix. Es hat nur geleckt, angeblich war es immer die Internetverbindung, die dann gecheckt wurde von eurem System, die dann tatsächlich nicht der Fall war, sondern einfach Überlastung. Ihr habt nicht mit so einem Ansturm gerechnet, finde ich extrem schade, dass Netflix das nicht hinbekommen hat, aber mal am Rande auf jeden Fall konnte ich den Fight dann am Handy auf jeden Fall dann trotzdem schauen über Netflix. Also auf dem Handy hat es besser geklappt als auf dem Fernseher. Gerät. Insofern, ja, es ist wie es ist. Den Fight konnte ich sehen, 8 Runden lang. Ich fand die Runden extrem kurz. Paul hat aber fast jede Runde gewonnen, einstimmig, und zwar außer die ersten beiden. Das heißt, Paul hat klar nach Punkten gewonnen, einstimmige Entscheidung. Da gab es keine Meinung, die dem irgendwie was entgegenzusetzen hatte. Meiner Meinung nach war es wirklich so, dass Mike in den ersten Runden gut gekommen ist. Man hätte die ersten Runden auch auf jeden Fall Paul geben können, wenn man wollte. Ab der zweiten Runde finde ich, dass Paul Mike gut auf Distanz gehalten hat und Mike halt wenig Antworten hatte. Aber vor allem in den letzten Runden hat man gesehen, ey, Mike hat wirklich keine Kondition mehr, der kann nicht mehr weitermachen. Und Jake Paul, ja, ist für mich auch ein bisschen passiv geblieben. So, als ob jetzt keiner hier irgendwie für den Kill, für den Knockout gegangen ist. Ich denke, Jake hat die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, dass wenn er Mike Tyson ausknockt, die ganze Welt ihn noch mehr hasst, als sie ihn eh schon hasst. Und du willst eine Legende wie Mike Tyson vor 200 Millionen Menschen nicht ausknocken. Ja, da würde es selber extrem schlecht für dich laufen. Netflix hat sogar im Stream einfach den nackten Arsch von Mike Tyson gezeigt. An einer Backstage-Show. Fand ich auch wirklich sehr, sehr verrückt. Die Walk-ins waren geil. Der Kampf Katie Taylor gegen Serrano war auch geil. Und ja, wie gesagt, also war zu erwarten. Mike Tyson gegen Jake Paul lief tatsächlich, wenn die Leute das gucken konnten, so wie man es sich vorgestellt hat, kein K.O. Der Kampf ging über die Runden. Jake Paul hat Mike Tyson dominiert nach den ersten 2 Runden. Warum? Mike Tyson ist 58 Jahre alt. Wäre Mike 15 Jahre jünger, dann wäre Jake, denke ich, schon längst K.O. gegangen. Aber es ist, wie es ist. Die beiden haben sich danach nochmal Respekt gezollt, haben sich Wörter ausgetauscht, haben Kopf an Kopf nochmal ein paar Nettigkeiten, wie gesagt, miteinander getauscht. Und auch im Interview im Nachgang hat Jake nur Respekt für Mike Tyson ausgesprochen. Ich denke, Mike sollte nicht mehr kämpfen, aber es war trotzdem cool und schön und ein bisschen nostalgisch, Mike Tyson wieder in den Ring gehen zu sehen. Wirklich crazy. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.